Okay, also, on želi da izađe sa njom, ali se čini da ona nikada nema vremena. Dakle, on želi da izađe sa njom. Möchte sa njom mit ihr da izađe ausgehen. Möchte mit ihr ausgehen. Aber sie, čini se da ona nikada nema vremena. Dakle, to čini se, izgleda, sija. Dakle, u pitanju je jedan tisti glagol. Glagol scheinen, kao kad kažemo sunce sija, die Sonne scheint. Ali ovdje kad kažemo aber sie scheint, ali čini se, izgleda, ona, sie scheint, da nikada nema vremena, ni Zeit zu haben. Möchte mit ihr ausgehen, aber sie scheint nie Zeit zu haben. Sie scheint nie Zeit zu haben. Bukvalno, ona sija, ona se čini, ona izgleda da nikada nema vremena. Sie scheint nie Zeit zu haben. Dakle, ovdje je glagol scheinen. Možemo koristiti, znači, u značenju sijati, die Sonne scheint heute. Znači, danas sunce sija. Ali i možemo reći zum Beispiel, es scheint mir, meni se čini, meni izgleda, ili kao u ovoj situaciji, sie scheint, čini se da ona, sie scheint, viel Freizeit zu haben, ona izgleda da ima mnogo vremena, sie scheint viel Freizeit zu haben, oder sie scheint nie Freizeit zu haben, izgleda kao da nikad nema vremena. Dakle, möchte mit ihr ausgehen, aber sie scheint nie Zeit zu haben. Glagol möchten i glagol scheinen smo imali ovdje. I sad da idemo kako izgleda njihov razgovor. Dakle, on zove i kaže, pa, Ana, kako bi bilo u petak? Da li tada imaš vremena? Znači, jedan lep način da pitamo nekog da li mu odgovara neki termin sa wie wäre es. Kako bi bilo? Dakle, wie wäre es mit wie wäre es am Freitag? Kako bi bilo u petak? Wie wäre es am Freitag? Da li imaš vremena tada? Hast du da Zeit? Wie wäre es am Freitag? Dakle, zapamtite ovo jednostavno ovako, wie wäre es, kako bi bilo, znači nekog pitamo da li mu odgovara. Wie wäre es am Freitag? Hast du da Zeit? Međutim, ona odgovara, to je malo teško, popodne bih želela da posjetim svoju tetku, koja je već jednu nedelju u bolnici, a uveče idem na sport, a poslije sporta sam umorna. Also, to je malo teško. Das ist ein bisschen schwierig. Znači, taj petak. Wie wäre es am Freitag? Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Popodne bih željela da posjetim svoju tetku. Znači, popodne, am Nachmittag, bih željela meine Tante, svoju tetku, da posjetim. Am Nachmittag möchte ich meine Tante besuchen. Ona je u bolnici već jednu nedelju. Znači, sie ist seit eine Woche, ili možemo reći sie liegt, leži. Sie liegt seit einer Woche im Krankenhaus.
Sie ist oder sie liegt seit einer Woche im Krankenhaus und am Freitag möchte ich sie besuchen. Also, Freitag passt mir nicht. Не odgovaram i petak. Es ist schwierig. Am Nachmittag möchte ich meine Tante besuchen. Sie ist oder sie liegt seit einer Woche im Krankenhaus. To obratite pažnju na ovaj zeit. Mi ga prevodimo sa od pre. I koristimo iza toga u nemačkom dativ. Vidimo ovo R zbog die Woche, ženskog roda. Seit einer Woche liegt sie. I još jedan dativ im Krankenhaus. Znači u bolnici. Ovo je das Krankenhaus i dativ je im, a ovo je di i dativ je der oder einer. Seit einer Woche liegt sie im Krankenhaus und ich möchte sie besuchen. Onda je rekla, uveče idem na sport. Znači opet idemo sa am Abend gehe ich zum Sport. Am Abend gehe ich zum Sport. Posle sporta, nach dem Sport, sam ja umorna, bin ich müde. Am Abend gehe ich zum Sport, zu dem Dativ zum Sport, još jedan Dativ nach dem Sport, bin ich müde. Dakle, da vidimo još jedan. Wie wäre es am Freitag? Wie wäre es am Freitag? Hast du da Zeit? Das ist ein bisschen schwierig. Am Nachmittag möchte ich meine Tante besuchen. Sie liegt seit einer Woche im Krankenhaus. Am Abend gehe ich zum Sport und nach dem Sport bin ich müde. Ali on je uporan i kaže šteta. A kako bi izgledala sljedeća nedelja? Znači šade. E sad, mi možemo da kažemo i wie wäre es, nächste Woche, ili bukvalno sa aussehen, izgledati, pa kažemo wie sieht es denn bei dir, ovo je sve nešto što ne mora, ovo, ali čisto da bude u nemačkom duhu, wie sieht es denn bei dir? Kako bi onda izgledalo, kako bi bilo da to uradimo u sljedećoj nedelji. Znači, in der nächsten Woche aus. Znači imamo aussehen glagol, koji smo ovdje razdvojili. Wie sieht es in der nächsten Woche aus. Znači kako ti izgleda sljedeća nedelja. Kako izgleda sljedeća nedelja. Imamo in plus dativ. In der i plus pridev sa en u dativu. Uvek. Also, schade. Und wie sieht es denn bei dir in der nächsten Woche aus? Wie sieht es denn bei dir in der nächsten Woche aus? U ponedeljak. U stvari ona kaže od ponedeljka do srede. Moram od ponedeljka do srede moram da putujem u Düsseldorf poslovno. Znači od ponedeljka do srede von Montag bis Freitag muss ich von Montag bis Freitag muss ich für meine Firma nach Berlin. Düsseldorf. Hier liegt der Weg. Von Montag bis Freitag, znači od do, muss ich für meine Firma nach Berlin. U četvrtak sam opet ovde. Am Donnerstag bin ich wieder da. Am Donnerstag bin ich wieder hier, ovde. Am Donnerstag bin ich wieder hier. I mogli bismo onda u četvrtak uveče da se nađemo. Mogli bismo. Wir könnten uns am Donnerstagabend treffen.
Wir könnten uns am Donnerstag. Wir könnten uns am Donnerstagabend treffen. E sad on neće i kaže to jedino veče u sljedećoj nedelji kada ja nemam vremena. To jedino veče u sljedećoj nedelji kada ja nemam vremena. Znači das ist jedino veče muškog roda. Znači der einzige Abend, das ist der einzige Abend. U sljedećoj nedelji imali smo to već, znači in der nächsten Woche, dativ, in der nächsten Woche, kada ja nemam vremena na taj dan, znači an dem ich keine Zeit habe, ovdje imamo malo težu tu relativnu, znači das ist der einzige Abend, an dem ich keine Zeit habe, imamo relativnu ovdje zamjenicu zašto je dem, pa objašnjavamo Abend, Abend je der Abend, u dativu je dem. Das ist der einzige Abend in der nächsten Woche, an dem ich keine Zeit habe. Možda u petak. Vielleicht am Freitag. Wie wäre es? Vielleicht am Freitag. Ona kaže da, ali samo mogu do 10 sati, jer u 10.30 idem u bioskop. Znači, priste ja. Ali ja mogu, ich kann nur bis 22 Uhr, aber ich kann nur bis 22 Uhr, jer u 10.30, weil ich um 22.30 Uhr želim da idem u bioskop, ins Kino gehen möchte. Ja, aber ich kann nur bis 22 Uhr, weil, na kraju, weil ich um halb elf ins Kino gehen möchte. Tome se već odavno radujem. Darauf freue ich mich, darauf freue ich mich schon već odavno, seit langem Dativ. Darauf freue ich mich schon seit langem. Onda on kaže i predlože da pođi i ti. Geh, kreni ti. Geh einfach mit. Pođi i ti. Geh einfach mit. Mit gehen. Rado. Ja, da, veoma rado. Onda do petka, bis Freitag, ja, gerne, dan, bis Freitag, doći ću po tebe kući u oko 8. Ich hole dich gegen 20 Uhr zu Hause ab. Ich hole dich gegen 20 Uhr zu Hause ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Znači, dogovorili su se na kraju. Da vidimo šta se dešavalo. Also, möchte mit ihr ausgehen. Aber sie scheint nie Zeit zu haben. On predlaže. Wie wäre es am Freitag? Hast du da Zeit? Das ist ein bisschen schwierig. Am Nachmittag möchte ich meine Tante besuchen. Sie liegt seit einer Woche im Krankenhaus. Am Abend gehe ich zum Sport. Nach dem Sport bin ich müde. Schade. Und wie sieht es denn bei dir in der nächsten Woche aus? Von Montag bis Freitag muss ich für meine Firma nach Berlin. Am Donnerstag bin ich wieder da, bin ich wieder hier. Wer könnte uns am Donnerstagabend treffen?
Das ist der einzige Abend in der nächsten Woche, an dem ich keine Zeit habe. Das ist der einzige Abend in der nächsten Woche, an dem ich keine Zeit habe. Vielleicht am Freitag? Ja, aber ich kann nur bis 22 Uhr, weil ich um 22.30 Uhr ins Kino gehen möchte. Darauf freue ich mich schon seit langem. Geh einfach mit. Ja, gerne. Dann bis Freitag. Ich hole dich gegen 20 Uhr zu Hause ab. Vielen Dank. Ja, zum Reservisokarte. Ich habe schon die Eintrittskarten reserviert. Ich habe schon die Eintrittskarten reserviert. Kaci Musenaci, wann treffen wir uns? Wann treffen wir uns? Oko pola osam, so gegen 7:30. So gegen 7:30. Je to tebi odgovara? Ist dir das recht? Ist dir das recht? Kad počinje film? Wann beginnt der Film? Wann beginnt der Film? Upola devet. Um 20:30. Um 20:30. Mislio sam da možemo da se nađemo malo ranije. Ich dachte, dass wir uns ein bisschen früher treffen und prefilma vor dem Film odemo na piće. Etwas trinken gehen. Oder etwas trinken gehen könnten, bis wir mogli da odemo na piće. Znači, ich dachte, dass wir uns ein bisschen früher treffen und vor dem Film etwas trinken gehen könnten. Ich dachte, dass wir uns ein bisschen früher treffen und vor dem Film etwas trinken gehen könnten. Možemo to da uradimo. Das können wir machen. Das können wir machen. Doći ću kod tebe autom. Ich hole dich mit dem Auto ab. Ich hole dich mit dem Auto ab. To je veoma lepo tebe. Das ist sehr nett von dir. Das ist sehr nett von dir. Čekam te u 19 ispred kuće. Ich warte auf dich gegen 19 Uhr vor dem Haus. Ich warte auf dich gegen 19 Uhr vor dem Haus. Tako da ne moraš da tražiš parking. Dann brauchst du nicht einen Parkplatz zu suchen. Dann brauchst du nicht einen Parkplatz zu suchen. Vidimo se kasnije. Bis später. Also još jedna mogućnost za kraj razgovora. Also, wann treffen, da, ich habe schon die Eintrittskarten reserviert. Wann treffen wir uns? So gegen 7:30. Ist dir das recht? Wann beginnt der Film? Um 20:30 Uhr. Ich dachte, dass wir uns ein bisschen früher treffen und vor dem Film etwas trinken gehen könnten.
Das können wir machen. Das klingt gut. Dobre zvuči. Das klingt gut. Das können wir machen. Ich hole dich mit dem Auto ab. Das ist sehr nett von dir. Ich warte auf dich gegen 19 Uhr vor dem Haus. Dann brauchst du nicht einen Parkplatz zu suchen. Bis später.